Guten Morgen, heute ist Tag 5. Es geht zum Basecamp. Es war eine super Nacht, 9,5 Stunden geschlafen, also sieht trotzdem aus, wie man aussieht. Das Zelt war heute perfekt aufgebaut, habe ich ja gemacht auch. Ansonsten, ich musste halt mal nicht raus Pipi machen, das ist auch schön, sonst muss man immer raus in der Kälte, das ist auch nicht gut. Dahingehend perfekt, einfach eine perfekte Nacht. Hoffentlich bleibt der Tag auch so perfekt. Da kommt der Koch, holt Wasser. Ja. Very cold. Very cold. Wow. Ein eisiger Morgen in Lager 5. Wir haben kurz nach 7. Es geht jetzt los. Und zwar einmal hier hoch über den kleinen Pass darüber. Dann kommt der Neuseeland-Pass so auf 4400, 4500 Meter. Und dann sind wir schon gegen Mittag locker entspannt im Basislager. Nee. Das war jetzt nach gut 2 Kilometern sind wir eingestiegen in so eine kleine Kletterpassage. Wir hatten eine Diskussion, ob schon erster Grad ist. Ich sage erster, vielleicht 1 plus. Naja, wie auch immer, von da hinten kommt man aus dem Lager 4 und dann nach 2 Kilometern kommt hier so eine kleine Kletterpassage. Schön Kalk, schöne Henkel, macht auch Spaß, also von daher wird man danach schön warm. Es waren gut 250 Höhenmeter bisher. Jeden Moment ist es soweit. Wie Weihnachten freut sich der kleine Nico auf die Carstens-Pyramide. Wahnsinn. Das Ziel aller Träume. Et voilà. Der höchste Berg Ozeaniens. Hinter mir ist sie nun, die Carstens-Pyramide. Unglaublich beeindruckend. Eine riesige Wand. Viel besser als die Summits, die ich bis jetzt getan habe. Also ich freue mich darauf auf die Kletterei. Das ist halt wirklich hier ein großer Unterschied, nachdem man erstmal 4 Tage durch die ganze Pampa anmarschiert ist und jetzt hier ankommt und dann öffnet sich irgendwann das Tal und man sieht diese graue Wand. Unglaublich geiles Gefühl. Ich bin mal gespannt, wie es morgen wird, wenn wir einfach da oben auf diesem kleinen Gipfel stehen werden und dann gucken, ob wir überhaupt über Papua was sehen werden. Aber bei unserem Wetterglück wird auch das klappen.